Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 64, meinem Let's Play, das ich vor 7 Jahren mal gestartet habe, bei gefühlt 30 Grad draußen, tropische Hitze in Deutschland zurzeit, je nachdem wann das Video hier rauskommt. Wir haben im letzten Part insgesamt 10 Sterne geholt, wir haben den ersten Bowser-Stern geholt. Ich habe mich schon mal hier ins Rampenlicht gestellt, wie immer, damit wir die rote Flugkappe holen, weil die brauchen wir, glaube ich, eventuell für weitere Level. So, einfach hier den Schalter aktivieren. Ach, nicht getroffen. Und dann werden wir heute schon in die Unterwelt gehen, also in den Keller und da weiterhin Sterne sammeln. Ich wollte jetzt eigentlich das Level verlassen. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur die rote Flugkappe holen. So, jetzt gehen wir mal nach unten. In den Keller und gucken mal, wie viele Sterne wir dann für den zweiten Bowser-Stern brauchen. Und dementsprechend holen wir uns dann die Sterne. Da hinten ging es auch raus in den Garten. Da geht es ebenfalls noch zu einem Level, aber da gehen wir später nochmal hin. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Bam! So, bitte einmal aufmachen. Wo hat der den Schlüssel her? So. Sehr schön. Ach, das freut mich. Funktioniert. So, da ist der nächste Bowser-Stern. Beziehungsweise die nächste Bowser-Welt. Benötigst du 30 Sterne. Du musst also noch 20 von ihnen finden. Oh, das heißt, wir können ja einfach mal ein paar Level durchmachen. Jetzt kommt, glaube ich, die Lava-Welt, die Wüste. Oh, die Wüstenwelt, die mag ich gar nicht. Und hier läuft auch noch ein Hase rum. Das hat mir letztens jemand in die Kommentare geschrieben, dass hier noch ein Hase rumläuft. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es den zweimal gibt. Draußen einmal und hier drin. Und von irgendeinem Tod gab es noch einen Stern. Ich weiß nicht, hast du derjenige, der mir einen Stern geben sollte? Nee, ne? Du gibst mir nur den Hinweis, ja. Da war das irgendein anderer, aber hier steht noch irgendeiner rum, der gibt uns dann einen Stern. Hase ist hier noch nicht? Oder der kommt bestimmt auch erst ab einer bestimmten Sternanzahl. Hier geht's zur grünen Giftgrotte. Lava-Wild, Wüste. Ach komm, wir machen mal die Lava-Wild zuerst. Obwohl das, glaube ich, erst Kurs. Guck mal. Kurs 7 erst. Lava-Lagune. Werfe Big Buddy in die Lava. Das sollte noch nicht ganz so schwer sein. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. Sei nicht schüchtern, sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen. Ich habe mal ein bisschen Licht hier angemacht. So, ach, wieder zurück. Genau, man könnte jetzt natürlich auch dieses Surfboard nehmen. Ne? Wo ist das eigentlich? Wann bekomme ich dieses Surfboard? Hey. Na, komm. Bam, down. Aber wir müssen natürlich, wo ist ein Big Bully? Ist das der da hinten steht oder da? Da steht. Da stände ebenfalls ein Big Bully, oder? Ist da hinten noch ein Big Bully? Nee. Dann ist bestimmt der da hinten gemeint, irgendwie. Wie komme ich dahin? Ja, so wird das schon mal nix. Den Typen, genau, zu dem wollte ich. Komm, das machen wir jetzt. Bam! Sieht aus wie ein Hater von mir. Ihr müsst euch immer vorstellen, das ist ein Hater. Ein Hater. Metal-Leute. Metal-Leute. So. Da haben wir den ersten Stern aus dieser Welt. Ah, zack. Da müssen wir uns auch beeilen. So, Stern Nummer 11. So. Stern Nummer 11. Wir brauchen noch 19. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen ranklotzen. Werf Big Bully in die Lava. Ich glaube, die Lava will, die können wir komplett machen. Die ist, glaube ich, bis auf das mit dem Baumstamm und in dem Vulkan habe ich mich manchmal richtig schwer getan. Da bin ich immer runtergefallen. Werfe die Bullies in die Lava. Okay. Le Bull. Le Bull. Da können wir, glaube ich, mal hinfliegen. Jetzt müsste ich auch mal die rote Flugkappe ausprobieren. Wenn wir sie schon mal haben, muss man sie ja auch mal ausprobieren. Here we go. Zack. Oh, komm, den roten Münzenstern können wir uns auch noch später holen. Der ist auch nicht so schwer. Na, da brauchen wir da ganz schön lange. Oh Gott. Ich bleib fast stehen in der Luft, ne? Kann das sein? Ist ein bisschen falsch. Ich möchte eigentlich nur auf diese Plattform da. Na, toll. Hat ja super geklappt. Super. Also ich bin von der roten Flugkappe begeistert. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen mehr Schwung kriegen, ey. Warum kriegen wir da keinen Schwung? Muss gleich mal F5 machen, wegen Speichern. Sonst werde ich unnötig Leben und wir haben nur noch 4 Leben. So, come on, Junge. So, jetzt nehme ich aber. Moment.
Dann nehme ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Anschwung. Ich mache nicht den Fehler nochmal. So, zack, da ist noch ein bisschen mehr Schwung. Aber trotzdem gibt er nicht so richtig Gas, habe ich das Gefühl. Guck mal, der bleibt in der Luft fast stehen. So, man muss, glaube ich, immer von oben nach unten fliegen. Genau. Genau, oder man macht das einfach so. Man macht einfach einen kleinen Zwischensprung. Und dann nochmal in die Lava rein. Das klappt auch meistens immer ganz gut. So, zack. Das war nochmal gut. Aber ich glaube, die Bullis hier sind gemeint. Da drüben sind zwar auch noch ein paar Bullis. Aber diese Bullis hier sind gemeint. Die mich gleich wieder in die Lava schmeißen. Bitte nicht. So, zack. Alter, ey. Alle drei auf einmal. Das ist voll unfair. Ey, drei gegen eines unfair. Hat man euch das nicht gesagt? Aber deswegen heißen sie auch Bullies, ne? Heißt das nicht irgendwie Mobben oder so? Aber jetzt wird zurückgemobbt. Zack, Alter. Bap, kriegst mich nicht. Ach, den einen wenigstens. Guck mal, wenn die beiden mir nicht auf den Sack gehen würden, ey. Na komm, rein. So, jetzt ist, glaube ich, die rote Flugkappe weg. Genau, jetzt ist das vielleicht noch ein bisschen leichter. Vielleicht kriegen wir auch den hier zuerst rein, Alter. Oh nein. Komm, mit vollem Schwung. Zack. Und bam. So, jetzt ist der erste schon mal weg. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen angenehmer. Mit zwei, als wenn du hier drei stehen hättest. Oh, Alter. Ich darf nicht mal eine Attacke machen, ey. So hart werde ich hier gemobbt von denen. Mann. Bam, ey. Immer abwechselnd jetzt. Komm. Bam, bam. Sollte da hinten rein. Oder warte mal, ich lasse sie einfach mal hier hinlaufen. Hier. Schaut mal, kommt mal her. Das Problem ist, das hat natürlich jetzt gleich kein Ende. Gleich kommt noch der große Bulli. Aber egal, Hauptsache erstmal die Kleinen weg. So. Jetzt erstmal, oh Gott. So, aber der geht wesentlich leichter, weil der ist nur alleine. Was heißt nur? Der ist alleine. Zack. Na, schaffe ich es, in den Stern reinzuspringen? Nee, schaffe ich leider nicht. Schade. Okay, 12 Sterne. Da haben wir jetzt ein bisschen was vor uns in den nächsten Parts. Da werden wir auch, denke ich mal, ein paar mehr Parts brauchen, um dann zum nächsten Bowser-Ding zu kommen. Und wir müssen ja vorher dann sowieso nochmal in so eine Unterwasserwelt. Werfe die Bullis in die Lava. Hase ist noch nicht da, ne? Nee, ich weiß gar nicht, ob wie viel Stern der Hase da ist. Ich glaube, der Christoph weiß das. Der ist da ganz gut drin. Ne? Finde die 8 roten Münzen, das ist ja nicht so schwer. Die haben wir ja schon gefunden, da müssen wir einfach nur da hinten lang. Das war einmal hier. Der Stern geht dann wiederum leicht, weil hier schön alle auf einem Haufen sind. Das ist schön. Da muss man halt nur aufpassen mit diesen Schiebekarten. Oh Gott, ist das... Ja, genau, das habe ich gemeint. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Da hat es ein bisschen gebackt. Perfekt. Perfekt, ey. Schön alles in einem durch. Dann haben wir schon Stern Nummer 13. Geht schnell. Also die Welt geht wirklich, wirklich schnell. Die habe ich auch früher mit am meisten und am liebsten immer gerne gezockt, weil die einfach so super schnell geht. So, 13 Sterne, machen wir gleich mal weiter. Und dann gehe ich, glaube ich, in die grüne Giftgrotte. Die war auch nicht so schwer. So, oh, tanze auf dem Baumstamm, das ist schwer. Ich frage mich aber, was mache ich denn da? Falsche Attacke, ich wollte eigentlich die hier machen. Wann kommt eigentlich dieser Schildkrötenpanzer, mit dem man hier rüber sliden kann? Ich weiß nicht, muss man da auch immer erst bestimmt was machen? Ich kenne mich da nicht so aus. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal auf den Baumstamm rein. Das ist auch nicht gerade so leicht. Zack. Hier, eure Gebrüder habe ich letztens erst getötet. So, warte mal, jetzt darfst du nicht rumlenken. So, Moment. Ja. Das Spiel mit der Kamera, ehrlich. Spiel mit der Kamera. So, der Baumstamm hier ist es also nun. Wir können auch, glaube ich, gefühlt einmal in die Lava rein. Warte mal. Dun, 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 dun. So, wo müssen wir hin? Da hinten. Aber da können wir doch auch... Moment mal. Ich mach mal so, wie es gedacht wäre. Ich glaube, so ist es gedacht. Ja, Alter. Das war aber Maßarbeit. So, jetzt einmal da unten hinspringen. Perfekt. Ging leichter, als ich gedacht habe. Wir können auch gleich nochmal das Level wechseln, damit wir nicht nur in der Lava sind. Aber wir müssen natürlich ein paar Sterne scheffeln. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich gehe jetzt nochmal zum Abschluss des Parts nochmal in die Wüstenwelt rein. So, die ist nämlich hier hinten drin.
meint man nämlich gar nicht, ne? Stellt euch vor, es gibt Leute, die kennen das Spiel nicht. Wobi Waba Wüste. Folge dem Riesengeier. Von unten sieht man seine Füße. Ach Gott, das war das. Ich freue mich schon auf die Pyramide. Ich freue mich schon richtig auf die Pyramide. Gut, aber hier ist doch so ein Schildkrötenpanzer, oder? Da können wir... Ah, guck mal, da oben. Da oben ist er doch, der Geier. Und ich glaube, auf diese vier Säulen, wenn man hier jeweils draufhaut, also wenn man so eine Stampfattacke macht, kommt man, glaube ich... Oh Gott. Ah, Treibsand, Treibsand. Mann, ist das scheiße, ey. Ich versuche hier einfach mal so durchzukommen, ohne dass ich hier mitgesogen werde. So, Achtung, komm. Springe auf den funkelnden Panzer. Ja, ich möchte aber... Nein. Scheiß Kamerasicht. So. Wo ist denn der Geier? Da ist er doch. Ich möchte dem gerne folgen. Wo ist denn der Geier? Da ist er doch. Oh, fuck, da komme ich nicht ran. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nirgendwo gegenhaue. Ansonsten ist mein schöner Schildkrötenpanzer weg und ich werde mit dem Sand reingesogen. Oder ich hole mir erstmal da oben den einen Stern. Oh Gott. Hier oben gibt es doch auch, glaube ich, noch einen Stern in der Pyramide. Und dann hole ich mir halt erstmal den. Bevor ich zu dem anderen Kollegen... oh nein, ich werde sterben. Ich werde sterben. Okay, man sieht, dass die Welt nicht so ganz für mich geschaffen ist. Dass das nicht so ganz meine Welt ist. Das ist nicht so ganz meine Welt. Aber wenn ich dem Riesengeier folgen soll, muss ich doch dem eigentlich nur... Moment mal. Gab es da nicht auch einen Wirbelsturm, wo man einfach reingehen konnte? Warte mal, hier. Gab es hier immer... Warum gab es hier keinen Wirbelsturm? Warte mal, der wollte doch immer unsere Mütze haben. Oder sehe ich das falsch? Der wollte immer unsere Mütze haben, oder... Moment. Ich brauche mal den Hubschrauber da. Hubschrauber, komm her. So, dann folge ich dem jetzt mal. Ich gehe mal hier hinten hin. Der wollte aber irgendwas von uns haben. Spring mal hier rüber. Alter, das war voll knapp. So, hier ist noch eine schöne Oase. Mann, der Geier soll zu uns kommen. Guck mal, genau, der wollte unsere Mütze haben. So, zack, genau. So war das. Der kommt dann nämlich zu uns. Und dann, wenn wir nochmal hier reingehen, weil dann hat er natürlich den Stern nicht mehr, dann will der unsere Mütze haben. Genau, so war das. So, 15 Sterne. Haben wir heute 5 Sterne geholt. Sehr schön. 4 in der Lava-Lagune. Die machen wir dann noch, denke ich mal, im nächsten Part fertig. Damit wir den Kurs zumindest mal abgeschlossen haben. Und dann schauen wir mal. Ja, uns fehlen noch 15 Sterne. Dann können wir ins nächste Bowser-Level. Und bis dahin sage ich euch danke fürs Zuschauen, lasst eine Bewertung und ein Abo da und bis zur nächsten Folge Super Mario. Ciao!